Die Katholiken der Welt haben einen neuen Katechismus. Die Glaubenslehre im Abriss, etwas modernisiert, aber ohne substanzielle Änderungen der katholischen Glaubensgrundsätze. Zum Einmaleins des guten Katholiken zählt danach unter anderem Folgendes. Kein außer- und vorehelicher Sex, Ehescheidung wird weiter abgelehnt, natürlich Homosexualität, kein Facelifting, kein Alkohol am Steuer, Respekt vor der Umwelt, Steuerbetrug und Schmiergeldzahlungen sind tabu. Geburtenregelung in der Welt wird abgelehnt, die Ehe bleibt unauflöslich und die Hierarchie in ihr auch. Die Liste ist lang und man ahnt es, ein guter Katholik hat es schwer. Genau 426 Jahre ist es her, dass die katholische Kirche zuletzt ein solches Buch veröffentlichte. Im Jahre 1566 legte sie im sogenannten Catechismus Romanus, im Anschluss an das Konzil von Trient und als Antwort auf Luthers Reformation, ihre Lehre in Fragen des Glaubens und der Moral für alle Katholiken verbindlich fest. Heute soll in Rom der neue Katechismus der katholischen Kirche der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Eine sichere Norm für die Unterrichtung im Glauben, wie der Papst vorab betonte. Weltkatechismus soll er sein, gültig für die Katholiken aller Erdteile festschreiben, was sie zu glauben und zu tun haben. In Fragen der Lehre sehr traditionell, im Bereich der Moral durchaus auf moderne Fragestellungen eingehend, auf Arbeitslosigkeit und Umweltschutz etwa. Steuerhinterziehung wird Sünde genannt. Folter, Abtreibung, Euthanasie sind Todsünden. Das Manifest der katholischen Kirche für die nächsten 500 Jahre? Das ist die Frage. Und die beiden, die wir dazu jetzt eingeladen haben, die haben sich schon auf dem Deutschen Katholikentag gestritten. Jetzt streiten sie sich hier bei uns zu diesem neuen Weltkatechismus. Hanna-Renate Laurin begrüße ich. Sie ist die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses und Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Einen schönen guten Morgen. Ja. Und dazugeschaltet in unserem Studio in Stuttgart ist Eugen Drewermann, ein abtrünniger Priester, wohl der populärste Kirchenkritiker in Deutschland. Guten Morgen nach Stuttgart. An Sie beide nun die Frage, ist das ein Katechismus, mit dem die Welt in das Jahr 2000 gehen kann oder ist er nicht so recht von dieser Welt? Frau Laurin. Also ich würde ihn trotz allen Aufwandes nicht überschätzen, denn er ist ja nicht gedacht jetzt für die Hand jedes einzelnen Gläubigen, sondern man darf nicht vergessen, dass Bischöfe aus der dritten Welt um ein solches Buch gebeten hatten und dass es ein Rahmen sein soll, der dann von einzelnen Ländern, Bischöfen ausgefüllt werden kann. Und ich sage hier schon, dass letztlich die Gewissensentscheidung durch keinen Normenkatalog aufgehoben wird. Mhm. Herr Drewermann? Ich denke, dass man sich Mühe geben wird, in Zukunft die Bedeutung dieses Katechismus herunterzuspielen. Aber er ist natürlich, was er sein soll, ein Dokument der päpstlichen Machtausdehnung. Es soll jetzt zwischen Shanghai und Boston ein für alle Mal feststehen für 900 Millionen Katholiken, was katholisch ist. Und da muss man sagen, bezeichnend ist auch, dass man den Katechismus wesentlich moralisch abfragt. Es geht dabei vollkommen unter, wie viel an massivem Aberglauben darin verarbeitet wird. Dieser Katechismus ist ungefähr schon überholt gewesen im 13. Jahrhundert. Es geht gleich auf der zweiten Seite los mit dem Sturz der Engel, die zu Teufel werden, die Hölle wird zur Glaubensvorschrift erhoben, abenteuerliche Dinge, die überhaupt nicht weiter interpretiert werden. Dann wird mit einer zweiwertigen Logik die gesamte Welt durchgefragt nach falsch und richtig, so als wenn hochkomplexe Dinge sich versimpeln ließen in dieser Weise der Betrachtung. Da hat Duns Scotus schon, da haben die franziskanischen Theologen in einer langen Linie bis heute versucht, Ethik zu betreiben, dass es situationsgebunden ist, den Menschen gerecht wird. Hier wird flächig über die ganze Welt, die dritte Welt und die erste Welt zusammengeschaltet, wie wenn das ein und derselbe Sachverhalt wäre, dass auch die Rede ist dann von Umweltschutz, macht Ehre, kommt aber viel zu spät, weil die Mittelpunktstellung des Menschen nach wie vor unangefochten ist. Wir brauchten heute weniger Menschen, damit Tiere und Pflanzen real eine Chance hätten vor dem Druck einer immer weiter ausufernden Bevölkerungsexplosion. Wir brauchten klare Sätze vor dem Recht der Tiere, die auch eine Seele haben, gegenüber der Verfügungsgewalt der Menschen. Wir brauchten dringend eine Abschwörung gegenüber dem Waffenhandel, mit dem wir es gerade jetzt in Mogadischu in den Folgen zu tun haben. Stattdessen haben wir die Legalisierung immer noch der Todesstrafe und andere Dinge, die der Machtwillkür der Herrschenden Freiheiten einräumen, die dringlich an dieser Stelle wirklich mit moralischem Impetus normiert und zensiert werden müssten. Kurzum, wir haben weiter eine Kirche, die stark ist gegen die Schwachen und schwach ist gegen die Starken. Und so sollte es nicht bleiben. Abgesehen davon, dass man
den regionalen Bedürfnissen, zum Beispiel in Fragen der Ehescheidung in Westeuropa, sicher anders begegnen müsste als in Ländern der Dritten Welt. All das wird hier flach geredet zugunsten einer Meinungshomogenisierung, die in dieser Form die Zeit überlebt hat. Also jetzt, Herr Drewemann, ist Frau Laurin wirklich dran? Ist er von vorgestern, dieser neue Katechismus? Ich will die Frage ganz anders ansetzen, denn es hat auch der Papst gesagt, ich habe das eben nochmal nachgesehen, dass dies ein Bezugspunkt für die Erstellung von lokalen, nationalen und diözesanen Katechismen ist. Was Herr Drewemann angesprochen hat, ist sicher eine Tendenz, die es gibt, dass man eine Norm von Rom aus setzt. Da sind wir aber an einem zentralen Problem heute. Ich sage es mal ganz schlicht, das Problem der Vermittlung. Eine Norm habe ich zu bedenken, aber ich kann sie nicht unmittelbar umsetzen. Ich muss fragen, wie die persönlichen, gesellschaftlichen, sittlichen Eigenverhältnisse sind. Und genau das, Herr Drewemann, da meine ich, treffen wir uns, dass dieses Buch nicht verstanden werden darf als eine direkte Anordnung von unmittelbarem Verhalten. Nehmen Sie etwa hier die ja nun schon diskutierte Sache mit Krieg und Menschenrechten, gucken Sie nach Bosnien und wie wir dort der Gewalt begegnen. Da muss ich auch Gewalt unter Umständen einsetzen, um Mord und Totschlag zu verhindern. Zu diesen Fragen gibt es eben keine letztgültige Antwort hier drin. Es wird Krieg verdammt, es werden Menschenrechte betont, das ist wichtig und es tut uns sicher gut, in manchen Punkten nachzudenken, auch über das, was hier drin steht, dass viele Dinge auch auf unsere kritische Haltung treffen, ist, meine ich, unbestritten. Mit der Seele der Tiere, verzeihen Sie, da wäre mir wichtiger, wenn Sie und ich betonen, wie klar gegen Terrorismus und Folter Stellung genommen worden ist. Das war nicht immer der Fall in unserer Heiligen Mutter der Kirche. Und das ist jetzt drin. Und insofern meine ich, dies ist ein Rahmen, aber nicht etwa ein Rezeptbuch. Ja, aber es wird ja die Diskussion enorm eingeschränkt. Die Moraltheologen werden wieder darauf verwiesen, dass man über Fragen wie zum Beispiel Scheidung oder Homosexualität oder Umgang mit der Liebe zwischen den Geschlechtern sich halten muss an diese Vorgaben. Da wird Meinungszensur im Vorfeld geübt. Auch die Versuche regionaler Katechismen, wie zum Beispiel der holländische Katechismus, der in Deutschland sich sehr bewährt hatte, abgelöst wurde dann von der Deutschen Bischofskonferenz, wird jetzt wieder relativiert gegenüber dem Weltkatechismus. Das alles ist eine Gegentendenz in Richtung des römischen Zentralismus und Machtwillens und das kann und darf so nicht bleiben für die Kirche, die wir uns wünschen. Ja, wir werden ja dass eine Terrorismus Probe haben. Verurteilt wird oder Trunkenheit am Steuer, ich denke, da brauchen wir keinen Papst für, da genügt die Straßenverkehrspolizei und das bürgerliche Strafgesetzbuch. Die Dinge muss man nicht aus Rom hören. Aber zum Beispiel Umgang und Respekt vor der Kreatur, da hätte ich mir mehr gewünscht vom Papst, ganz entschieden. Denn die Frage, wie wir mit den Tieren umgehen, ist ja doch nur die Kehrseite der Vergewaltigung unserer eigenen inneren Natur. Ja, es ist der Umweltschutz drin. Nun reden wir ja beide über Dinge, die es eigentlich noch nicht gibt. Denn die deutsche Fassung kommt ja erst im Frühjahr. Es liegt die italienische vor, die ich nicht lesen kann. Die französische. Und ein paar deutsche Übersetzungen. Und was da für Änderungen oft sind, habe ich neulich wieder sehr deutlich erfahren. In einem römischen Dokument stand über den Umgang Jesu mit den Frauen Säpe, also oft, und in der deutschen Übersetzung stand gelegentlich. Ja, aber die auch Rolle solche Dinge muss man ja dann erst prüfen, wenn der Text da liegt. Ich finde es deshalb misslich, diese Art des Vorgehens, die kritisiere ich. Ja gut, aber ein Text, der jetzt vorliegt und immer noch sagt, Frauen haben in der Kirche keinen Zugang zu den Ämtern, weil Jesus ein Mann war und nur Männer eingesetzt hat, dies ist so wirklich obsolet. Herr Drewemann, Sie kennen doch meinen Satz dazu. Angesichts der Not der Frauen in der dritten Welt, so kann man nicht mehr diskutieren. Ja, den muss ich ja nicht nochmal sagen, dann dürften nur aramäische Juden Priester werden, das, wenn ich dieses Denken habe. Ja, natürlich. Aber es ist die Tradition der Kirche, die wir nicht umstülpen können. Wir werden schon jeder an seiner Stelle hier doch auch Position beziehen müssen, ohne dass wir ja schon die Kernbotschaft aufgeben. Und das Bemühen des Papstes will ich doch anerkennen, dass er hier versucht, ein paar sittliche Daten zu setzen. Was ich bedauere, ist, dass nicht das, was wir Situationsbezogenheit nennen, deutlich zum Ausdruck kommt. Und das zurück hinter dem Zentralismus, dass ein Papst weiß, was für alle Menschen richtig ist. Das ist der Kontrast und dazwischen gibt es keine logische Vermittlung. Stichwort zwischen Hierarchie. Macht und Freiheit muss man sich Hierarchie entscheiden. Für mich ist die kirchliche Hierarchie selbstverständlich. Sie schließt keineswegs den demokratischen Umgang in den Formen miteinander aus. Steht sogar im Kirchenrecht, im CEC, dass
die betreffenden Amtsinhaber verpflichtet sind, nicht nur berechtigt, sich beraten zu lassen. Wenn Sie und aber ich über Glauben kann ich letztlich nicht demokratisch abstimmen. Wenn Sie und ich sagen würden, die 100.000 jährlich geschiedenen Eheleute haben eine Chance, sich wieder zu verheiraten, fliegen Sie und ich noch heute Nachmittag aus der Kirche. Das ist die Wirkung dieses Katechismus und das hat mit Demokratie nicht viel zu tun. Ich weiß das Recht des einzelnen Priesters und ich werde Kardinal Döpfner dieses Jahr auch nie vergessen. In der Würzburger Synode habe ich ja mit zu den Unterzeichnern eines bestimmten Votums gehört, dass er uns dann bat, zurückzuziehen, weil er sagte, wenn ein Priester den Eindruck hat, dass diese Menschen gläubig sind und das will ich jetzt nicht alles anführen, dann kann er solche Personen zum Sakrament des Altars zulassen. Er kann nicht die neue Ehe legalisieren, eben, das ist selbstverständlich. Eben. Das heißt, das Entscheidende müssen die Leute nach wie vor im Separé abhandeln. Sie sind nicht öffentlich zugelassen in der Kirche und der Doch, wir haben Mutti mehrere gewesen, wenn er dieses Votum hätte gemeldet im Namen der deutschen Katholiken über die Alpen nach Rom. Das hat er nicht getan aus Loyalitätszwängen, die heute in diesem Katechismus ganz schädlich zurückfallen auf die deutsche Kirche und auf die Weltkirche. Da zeigt sich, wohin Feigheit führt. Ich muss an der Stelle, war ein hartes Schlusswort, leider sagen, bitte Schluss an dieser Stelle. Schönen Dank, Herr Drewermann, schönen Dank, Frau Laurin. Es gab insgesamt zu diesem neuen Katechismus 24.000 Änderungsanträge. Einige wenige davon sind hindurchgekommen, einige wichtige auf jeden Fall nicht. Im Frühjahr wird, wie schon gesagt, eine deutschsprachige Ausgabe von diesem neuen Katechismus dann zu erhalten sein. Vielleicht wird er ja ein Bestseller, warten wir es ab. Dankeschön.